Heute zeigen wir euch, wie ihr euer Rehbockgehirn schnell aufsetzen könnt. Dafür benötigen wir das Haupt des entsprechenden Bockes, etwas Essig, Wasserstoffperoxid, einen alten Topf, eine Gehirnsäge und ein scharfes Messer. Zu Beginn schärfen wir die Decke an der Stirn auf und arbeiten uns langsam vor, um die Decke vom Schädel zu lösen. Dabei kann die Decke um die Rosen ruhig am Haupt bleiben. Nach dem Kochen lässt sie sich dann leichter lösen. Im zweiten Schritt wird der Schädel abgeschlagen. Dafür wird er in die Gehirnsäge eingespannt. Beim Aufsetzen einer Rehbocktrophäe gibt es 4 klassische Varianten. Ganzer Schädel, lange Nase, kurze Nase und nur die Stirnplatte. Wir zeigen euch heute die kurze Nase. Der untere Teil des Schädels wandert auf den Luderplatz. Der Unterkiefer kann gegebenenfalls zusätzlich ausgekocht werden. Zuerst wird das Gehirn entfernt. Anschließend werden die Lichter entfernt. Dazu werden die dicken Sehnerven auf der Innenseite durchtrennt und einmal um den Augapfel geschärft. Ist der Schädel grob gereinigt, kommt er über Nacht in ein Gefäß mit kaltem Wasser. Hinzu kommt etwas Spülmittel, um den Knochen zu entfetten. Am nächsten Tag wird frisches Wasser zum Kochen gebracht. Dann wird das Haupt ins Wasser getan, sodass die Rosen möglichst nicht im Wasser sind. Gegen den Geruch hilft ein Schuss Essig im Wasser. Je nach Alter des Bocks wird das Haupt etwa 30 bis 60 Minuten gekocht. Ein wichtiges Indiz für die Zeit ist das Gewebe auf der Stirn. Löst es sich problemlos vom Knochen, folgt der nächste Schritt. Jetzt wird der Schädel von sämtlichem Gewebe befreit. Je älter das Stück, desto mehr Zeit kann das in Anspruch nehmen. Außerdem entfernen wir die Knochenstruktur in der Nase, um auch dort alles Wildbrett entfernen zu können. Hier muss sehr vorsichtig gearbeitet werden, um den Schädel nicht zu durchstechen. Ist der Knochen so gut wie möglich geputzt, wird er mit Papier umwickelt. Am besten eignet sich Küchenpapier. Die Schädelinnenseite muss sorgfältig ausgekleidet werden. Dann wird der Schädel in eine Schale gelegt und mit Wasserstoffperoxid getränkt. An die Rosen sollte kein Wasserstoff gelangen. Auf die Finger ist besonders Acht zu geben. Der Schädel kann so 1 bis 2 Tage stehen bleiben. Dann wird das Papier entfernt und der Schädel wird kurz abgespült. Die Kanten können mit Schleifpapier abgerundet werden. Der fertige Schädel kann nun auf ein beliebiges Brettchen aufgesetzt werden. Dafür eignet sich eine Gehirnklammer. Einsetzen und vorsichtig anziehen. Dabei immer wieder die genaue Position der Trophäe kontrollieren.
Fertig ist der aufgesetzte Rehbock.